hier die Kurve nehmen. Nein, da. Oh, Junge, ja. Unsere Tipps fürs Autofahren auf Madeira. Als erstes sei gesagt, falls ihr geplant habt, nach Madeira zu reisen und keinen Mietwagen nehmen wollt, tut es nicht. Glaubt mir, die Insel ist so bergig und ohne Mietwagen kommt ihr eigentlich nicht weit und verpasst wirklich eine Menge. Wir sind unterwegs zur Hochebene zum Plateau Paul de Serra. Wir fahren hier im zweiten Gang schon seit 10 Minuten, weil das so steil ist. Wir haben uns einen Fiat Panda geliehen, der war ganz okay. Etwas leistungsstärkeres wäre wahrscheinlich besser gewesen, weil man teilweise echt schon mehrere Kilometer die Berge hochfahren muss, um an sein Ziel zu kommen. Die Verkehrsregeln sind fast so wie in Deutschland, außerorts gilt allerdings nur 90 km/h. Teilweise gibt es so Schilder, die besagen, dass man dann bei gutem Wetter etwas schneller fahren darf. Fast alle Hotels bieten kostenlose Parkplätze an, die müssen aber natürlich auch frei sein. Bei Ausflugszielen empfehlen wir, früh genug loszufahren, damit ihr auch einen Parkplatz bekommt. Teilweise muss man mit angezogener Handbremse anfahren, weil die Parkplätze sehr steil sind. Hier musst du teilweise, stehst du hier so, also so, und dann fahren die dir so nah auf, dass Dennis immer die Handbremse anziehen muss und dann anfahren und dann die Handbremse lösen. Aber auch das haben wir hinbekommen. Falls ihr so gegen 17 Uhr nach oder aus Funchal fahren möchtet, plant Staus ein, der Berufsverkehr kann wirklich heftig sein. Noch eine gute Nachricht, der Sprit ist etwas günstiger als in Deutschland. Mietwagen unbedingt vor Anreise organisieren. Bezahlt haben wir für 9 Tage Fiat Panda mit Vollkasko ca. 300 €.